Politik wird oft nachgesagt, dass diese nicht transparent ist. Ganz anders lebt das die Stadt Wieselburg. Sie legt besonderen Wert auf Bürgernähe. Ein offenes Ohr für die Einwohner, Bürgerbefragungen und Stadterneuerungsprozesse mit allen Einwohnern ist Bürgermeister Josef Leitner wichtig. Das ist eine Notwendigkeit, wenn ich das so sagen darf, dass einerseits die Stadtgemeinde Wieselburg eine Pflicht hat, die Bürgerinnen und Bürger zu informieren, und auf der anderen Seite ist es ein Recht aus meiner Sicht, dass sich die Wieselburger Bevölkerung informieren kann, was in ihrer Gemeinde so abgeht. Zum Bürgermeisterfrühstück wurde geladen. Das Rathaus in Wieselburg öffnete dazu am Samstag, den 6. Mai, die Türen. Viele Wieselburgerinnen und Wieselburger nutzten die Gelegenheit, sich über aktuelle Projekte zu informieren. Ich finde es sehr interessant und ich finde das eine gute Plattform, dass man sich da mal umfassend informieren kann, was in Wieselburg passiert, und finde die Veranstaltung sehr gelungen. Wir haben sie heute mal kurz informiert zum Thema Photovoltaik und haben auch vom Bürgermeister Auskunft gekriegt. Nein, es ist sehr, sehr gelungen und finde eine gute Plattform. Es ist total viel gemacht worden die letzten Jahre. Angefangen hinten vom Park, vom Bahnhof runter, vom Ärztecenter. Ich finde schon, dass viel weitergeht, dass was gemacht wird. Politik mit Transparenz kommt auch bei den Einwohnern an. Als Politiker im Kommunalbereich ist das umso wichtiger. Was sind so die Paradeprojekte derzeit? Man sieht da sehr viele Binnenwände. Was sind so die herausstechenden Projekte? Ja, na, jede Menge. Also ich denke nur an die Retentionsbecken, die wir jetzt planen, um besser geschützt zu sein in Zukunft vor eben Hangwasserkatastrophen zum einen oder zum anderen, dass wir jetzt versuchen, eine Kleingartensiedlung aufzubauen für jene, die eben zu Hause keinen Garten haben, oder beispielsweise die Kindergartenaufstockung in Breitenreich, die jetzt ansteht, um eben gerüstet zu sein für die niederösterreichische Kinderbetreuungsoffensive. Also jede Menge und sehr viel auch naturbezogen. Und genau diese Projekte werden auch von vielen Einwohnern geschätzt. Bei Kaffee, Getränke, Snacks und gemütlichem Gespräch wurde unter anderem über Stadtthemen gesprochen. Ich bin schon in Wieselburg in die Volksschule gegangen. Ich habe zwar 5 Kilometer außerhalb von Wieselburg gewohnt, aber dann natürlich nach Wieselburg geheiratet, war dann lange in der Schulsiedlung und jetzt wohne ich im Hochhaus und ich bin eine begeisterte Wieselburgerin. Ich bin gerne in Wieselburg, weil man halt Mineral zum Beispiel gleich ins Freibad oder am Fußballplatz kommt und schnell ins Supermarkt, also in Spar zum Beispiel kommt, und man braucht halt nicht extra das Auto nehmen. Und man hat halt immer die Erlauf auch nebenbei, also ja. Wegen der Erlauf, weil im Sommer kann man halt baden oder grün oder so. Und man hat eine gute Verbindung zum öffentlichen Verkehr, also Bus und Bahn. Und man kommt ganz schnell nach Scheibs mit dem Zug oder nach St. Pöltener oder nach Amstetten. Also da ist man ganz schnell eigentlich überall. Das finde ich ganz super. Gerne lebt Frau und Mann in Wieselburg. Ein Frühstück mit dem Bürgermeister zur Informationsweitergabe. Genau das braucht die Politik aktuell dringend. In Wieselburg wird das vorgezeigt.